So, ganz schönen Tag wünsche ich hier mal eben ganz schnell. Ich mache ein ganz kleines Paint-Tutorial. Dieses Paint, das Programm heißt Paint und es kann schön mit Farben rumspielen. Ich zeige mal ganz schnell, was ich jetzt mache. Hier klicke ich mal auf Auswählen, hier oben, da, Auswählen, oben und mache eine Auswahl. Hier mache ich jetzt mal eine Auswahl, um eine Box aufzumachen. Eine kleinere Box, nur ganz klein. Jetzt gehe ich auf das Kreuz. Die Form des Kreuzes muss genau so sein wie jetzt. Und jetzt Rechtsklick, Maus. Kopieren. Linksklick. Und jetzt, Achtung, Rechtsklick und Linksklick einfügen. Was passiert? Ganz genau mal hier hingucken. Das passiert dann hier da. Man kann da jetzt was nehmen. Mit der linken Maustaste einfach hier runterziehen. Und hier hinsetzen. Was passiert? Du kannst wunderbar editieren. Das sieht zwar jetzt nicht ganz professionell aus, aber es ist fast gut. Wir können ja noch ein bisschen rumtricksen, auswählen und noch ein bisschen rumspielen. Ganz kleines Feld und wieder rechte Maustaste und kopieren, linke Maustaste kopieren und dann wieder, Achtung, rechte Maustaste einfügen, linke Maustaste. Jetzt wieder das Ding nehmen. Oh, das war falsch. Jetzt nehmen wir das Ding hier einfach und setzen das hier wieder hin. Da so drüber. Dann sieht es schon viel besser aus. Und nochmal rechte Maustaste und linke Maustaste einfügen. Und nochmal das Ding nehmen. Und einfach hier hinpflanzen. Das sieht dann schon fast professionell aus. Fast. Ich mache nochmal so eine kleine Box. Die kleine Box nehme ich nochmal schnell und setze die hier hin. Und dann wird es immer so besser. Jetzt wähle ich nochmal was anderes aus. Hier nehme ich so. Und wieder rechte Maustaste und kopieren. Und rechte Maustaste und einfügen. Und die Box nehmen mit der linken Maustaste. Und hier hinsetzen. So. So wird es immer besser. Und nochmal auswählen und nochmal eine Box aufziehen. Und ich muss gerade überlegen, welche ich nehme. Vielleicht hier so. So, und rechte Maustaste kopieren. Rechte Maustaste einfügen. Und nehmen mit der linken. Und hier hin. So wird es immer schöner, das Bild. Beinahe schon professionell. Einfügen und hierhin. Das sieht man aber jetzt, das sieht man jetzt ein bisschen. So schön sieht das nicht aus. Dann nehme ich nochmal eine andere Auswahl. Ein bisschen heller. So. Kopieren und rechte Maustaste einfügen. Und hierhin. Da so drüber. Und nochmal einfügen. Und hier so hin. Ja, und nochmal. So wird das was, oder nicht? Ich finde, das wird was. So. Fast gut, oder? Fast schon perfekt. Das sieht aus wie so ein ganz wunderbarer Sternenhimmel. Aber richtig schön. Beinahe schön, ne? Jetzt kann man sogar noch was machen. Ich mache nochmal was ganz schnell damit mit dem Bild. Ich speichere das erstmal unter JPG. Irgendwie. Himmelbild oder so. Ich schreibe mal rotes Himmelbild oder so. Rotes. Jetzt habe ich geschrieben, rotes Himmelbild. Ne, rotes Himmelbild. Und dann nochmal die Nummer nicht.